Hi, ich bin Johannes und so läuft mein Tag ab. Wie ihr sicherlich schon erkannt habt, ist mein Hobby mein Smartphone. Doch bin ich damit wirklich der Einzige? Kommt mit! Besitzen Sie ein Smartphone? Ja. Ja, klar. Ja, ich benutze ein Smartphone. Ja, besitze ich. Ja. Ja, auch. Ja. Ja. Wie man sieht, nicht nur ich benutze ein Smartphone, sondern auch die meisten Jugendlichen und Erwachsenen in Deutschland. Doch ich wette, keiner von ihnen weiß, wie die Touchscreen-Technologie im Smartphone funktioniert. Oder etwa doch? Wärme und Druck. Verschiedene gibt's. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich benutze es nur. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Nein, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, ne? Nein. Nein. Jeder der Passanten besitzt ein Smartphone, doch nur einer weiß, wie es funktioniert. Ein Grund mehr, es euch zu erklären. Ah, hi Johannes. Hi. Schau mal, mein neues Smartphone. Das sieht aber schon ein bisschen älter aus. Ja, yeah, das ist ja auch ein Smartphone mit resistiven Touchscreen. Resistiver Touchscreen? Was ist denn das? Ich zeig's dir. Der resistive Touchscreen wurde in früheren Smartphones verbaut. Er funktioniert eigentlich relativ einfach. Der Bildschirm besteht aus zwei parallelen Schichten. Die obere Schicht besteht meistens aus dünnem Plastik, sodass man sie leicht eindrücken kann. Die untere hingegen aus Glas. Auf beiden Schichten befindet sich eine durchsichtige, leitfähige Substanz. Zwischen den beiden Schichten befinden sich Abstandshalter, die die Schichten voneinander trennen. Wenn man nun also die obere Schicht drückt, berührt diese die untere Schicht, wodurch ein elektrisches Signal entsteht. Ein Controller im Smartphone ermittelt nun die Position, an der sich die beiden Schichten berühren und führt die gewünschte Aktion, wie zum Beispiel Telefonieren oder den Browser öffnen, aus. Den Touchscreen kann man mit so gut wie jedem Gegenstand bedienen. Das ist ja alles schön und gut, aber heutzutage benutzt doch jeder ein Smartphone mit kapazitivem Touchscreen. Deins ist doch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Was ist denn ein kapazitiver Touchscreen? Das erkläre ich dir jetzt. Schau her. In den aktuellen Alltagsbegleitern der Menschen sind kapazitive Touchscreens verbaut. Dieser besteht aus einer leitfähigen Glasoberfläche, an deren Ecken sich Elektroden befinden. Die Elektroden bauen ein gleichmäßiges Spannungsfeld auf dem Display auf. Berührt man nun mit einem Finger oder einem anderen Gegenstand, der elektrische Ladungen aufnehmen und transportieren kann, den Touchscreen, geschieht Folgendes. Das Berührungsobjekt, also praktisch der Finger oder Eingabestift, entzieht dem elektrischen Feld an der Berührungsstelle Strom. Die Elektroden in den Ecken können dadurch die Position eures Fingers bestimmen. Egal ob resistiver oder kapazitiver Touchscreen. Nun wisst ihr, was passiert, wenn ihr auf euer Display tippt.